Hallo, mein Name ist Bruno Winterhalter. Ich bin Schornsteinfegermeister und werde heute mit dem Testo 380 eine Feinstaubmessung an einer Pelletzentralleitung durchführen. Ich überprüfe, ob die Emissionsschutzgrenzwerte auf Staub, Kohlenmonoxid eingehalten werden. Ich öffne den Messkoffer und arretiere den Deckel. Anschließend schließe ich die Vorwärmstrecke an. Ich entnehme die Sonde. Ich schließe den Rohgasschlauch an. Ich schließe den Messgasschlauch an der Vorwärmstrecke an und stelle den Kontakt von der Sonde zum Messgerät her. Ich stelle die Stromversorgung her und schalte das Messgerät ein. Ich bestätige mit OK, dass ich eine Feinstaubmessung durchführen will und entscheide mich für eine Abnahmemessung. Vor jeder Messung führe ich eine Dichtheitsprüfung durch. Verschließe die Verschlusskappe an der Luftauslassöffnung und an der Sonde. Nach erfolgreicher Dichtheitsprüfung schaltet die Ampel auf Grün. Ich schließe und entferne die Dichtkappen und bestätige mit OK. Anschließend gehe ich wieder auf Abnahmemessung und kann bestätigen, dass die Dichtheitsprüfung erfolgreich durchgeführt wurde. Anschließend entscheide ich mich für den Brennstoff. Kann mit dem Pfeil nach unten und bestätigen, dass es sich hier um Holzpellet handelt. Bestätige mit OK. In der Stabilisierungszeit kann ich die einzelnen Parameter verstellen. Sind alle Parameter verändert, kann ich mit der Taste Weiter die Nullung starten und die Sonde ins Rauchgasrohr einbringen. Betätige nun die grüne Taste und beginne mit der Abgastemperaturmessung und gleichzeitig Ermittlung des Kernstroms. Die Nullung des Zugs beginnt und der Kaminzug wird gemessen. Nachdem ich den Kernstrom ermittelt habe, drücke ich die mittlere Taste und die Werte sind abgespeichert. Gehe mit der Taste auf Weiter und das Messgerät beginnt mit der Nullung. Nachdem die Nullung beendet ist, ist das Messgerät bereit. Ich bestätige es mit dem Betätigen der grünen Pfeiltaste. Eine Stabilisierungsphase von 3 Minuten läuft ab. Nach dieser Stabilisierungsphase geht es automatisch in den 15-minütige BIM-Schaumessung über. Während der 15-minütigen Messdauer haben wir die Möglichkeit, über die Grafikanzeige das Brandverhalten anzuschauen. Zurück zu den Messwerten komme ich hier. Auf dem Display sehen wir nun die momentanen Werte. Unten die Abgastemperatur, als nächstes den CO-Gehalt in Milligramm pro Kubikmeter, den CO-Gehalt in ppm, den Sauerstoffgehalt in Prozent und den Durchschnittswert vom Feinstaub in Gramm pro Kubikmeter. In der oberen Zeile den momentanen Feinstaubgehalt. Die Messdauer von 15 Minuten ist nun bald beendet. Nach 15 Minuten schaltet das Messgerät automatisch ab.
bekomme nun den Hinweis, die Rauchgassonde aus dem Rauchrohr zu entnehmen und für die Spülung vorzubereiten. Ich bestätige es mit OK. Die Spülung von ca. 2 Minuten hat nun begonnen. Im Anschluss der Spülung zeigt es mir die kompletten Werte über die 15-minütige Messdauer an. Der Spülvorgang ist nun beendet. Ich bestätige es mit OK. Jetzt können die Messwerte nach 15-minütiger Messdauer abgelesen werden. Das Bundesemissionsschutzgesetz schreibt uns zwei Grenzwerte vor. Der CO-Gehalt, er kann hier abgelesen werden in Gramm pro Kubikmeter. Die Toleranz ist bereits berücksichtigt. Der Grenzwert für diese Anlage wäre 0,8 Gramm pro Kubikmeter. Wir sehen, sie ist in Ordnung. Der Staubgehalt kann hier abgelesen werden in Gramm pro Kubikmeter. Auch hier ist bereits die Toleranz berücksichtigt. Der Grenzwert beträgt bei dieser Anlage 0,06 Gramm pro Kubikmeter. Auch hier sehen wir, die Anlage brennt sehr gut. Ich schließe und die Daten werden abgespeichert. Nun kann ich entscheiden, ob ich eine weitere Abnahmemessung vornehmen will oder mit der Reinigung des Geräts beginnen. Beginne nun mit der Reinigung des Rotationsverdünners. Hierzu öffne ich den hinteren Deckel, löse den Verschließmechanismus und nehme die Rotationsscheibe ab. Mit einem Wattestäbchen, das mit destilliertem Wasser befeuchtet ist, reinige ich die Rotationsscheibe. Anschließend trockne ich es mit der trockenen Seite. Auch hier wird eine Reinigung durchgeführt. Und mit der trockenen Seite wieder trocken gerieben. Nachdem man optisch erkennt, dass alles sauber ist, legt man die Rotationsscheibe wieder ein. Setzt den Schließmechanismus wieder ein und verschließt den Deckel. Jetzt will ich noch das Sensormodul reinigen. Hierzu entnehme ich die Vorwärmstrecke, öffne den Sensordeckel . Nehme ein Wattestäbchen und versuche mit geringem Druck zu reinigen. Nach erfolgreicher Reinigung schließe ich den Sensormoduldeckel. Setze ihn auf und drehe im Uhrzeigersinn nach rechts. Verschließe ihn mit der Schutzkappe. Und bin mit der Reinigung fertig. Die Feinstaubmessung mit dem Testo 380 ist erfolgreich beendet. Wie Sie selbst sehen konnten, sind die Grenzwerte nach BIM-Schrau eingehalten.